Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Leider hat heute das Internet nicht ganz funktioniert und deshalb gibt es jetzt erst das Shop-Video, weil ich jemand vorher nicht in Fortnite reinkam. Ich hoffe, es gefällt euch natürlich trotzdem. Wenn ihr natürlich über solche Neuigkeiten nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Dann müsstet ihr nämlich auch die Benachrichtigung aus dem Community-Tab bekommen. Dort werde ich nämlich immer über solche News posten. Und wie gesagt, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung und lasst dort natürlich auch ein Follow da, um keine weiteren Streams mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir schauen uns direkt den Itemshop an. Und dort haben wir heute immer noch den Toosy Slide Emote drin. Ich würde sagen, wir beginnen allerdings mal mit der linken Seite. Dort haben wir einmal den Traumskin, dann als nächstes den Luminoskin, dann die Astralaxt dazu und die Splitterbruchlackierung und dann noch den Arcana Gleiter. Als nächstes haben wir dann hier den Heimskin. Dort haben wir einmal mehrere Stile, nämlich insgesamt drei. Einmal den Standardstil, dann den Stil ohne Maske und den Stil ohne Maske und ohne Helm. Dazu gibt es dann noch die Katzenkralle als Spitzhacke, den Shogun-Skin, die Klingenbiss-Spitzhacke und dann war es auch schon soweit mit dem Set. Als nächstes haben wir dann hier noch die freche Wurst. Dort haben wir einmal den Standardziel und den Ziel ohne Kopfbedeckung, gibt es ja immer relativ häufig. Und dazu bekommen wir noch ein kostenloses Contrail, nämlich den Würstchenketten-Contrail. Dann haben wir als nächstes noch den Fennec-Skin, dann den Sonnenspross-Backpack. Dann den kleinen Schritt-Emote, ist auch ein Synchron-Emote. Das heißt, ihr könnt das mit anderen Synchronen ausführen. Dann haben wir als nächstes hier noch den Verge-Skin, dann den Toosy Slide-Emote, natürlich ohne Musik, weil sonst das Video, glaube ich, sogar ganz runtergenommen wird. Also ich glaube, dabei ist es ganz extrem bei der Musik von Drake, dass dann wirklich die Videos nicht mal nur geclaimed werden, sondern dass sie dann einfach ganz von YouTube entfernt werden. Deshalb immer besser, wenn man das ausblendet, wenn es lizenzierte Musik ist. Und ich habe ansonsten auch keinen Bock, einen Claim zu bekommen. Aber so auf jeden Fall die Bewegung, wie die Musik ist, weiß ich eben halt nicht. Müsst ihr dann selbst schauen, weil ich das wie gesagt nicht zeigen kann. Dann haben wir noch als nächstes den tiefen Dab und dann als letztes noch das Psycho-Paket. Könnte sogar sein, dass das tatsächlich bis Donnerstag noch drin bleibt, weil wir so lange nämlich noch kostenlos im Epic Games Store die Borderlands, ich glaube Borderlands 2 haben und ich denke mal, so lange wird es auf jeden Fall drin bleiben. Ist auf jeden Fall ganz nice Skin und das war es dann auch schon soweit mit diesem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.